was in dieser Folge passieren wird. Michael Schumacher qualifiziert uns ersten Qualifying Ops. Zurück bis 8 Minuten, der Weg war. Und da probieren wir jetzt aus, an Russell vorbeizugehen. Zweiten sagt, er drückt schon an. Und jetzt Red Flag, das bringt aber alles ja, ins Rollen. Das bringt aber das richtig, richtig Action hier rein. Willkommen hier zu Comeback von Le Castellet. Hier im Circuit Paul Ricard. Ich freue mich extrem, denn ja, die Vorhinein hat sie leider rausgeschmissen, aber mir fährt jetzt Season 2 unserer ODFM 22 Karriere ein Comeback der Frankreich-Strecke. Ich glaube, in-game macht die Strecke unfassbar viel Bock. Im Gegensatz zu, so in wirklich 5,8 Kilometer, 15 Kurven und 2 DS-Zonen machen diese Strecke wirklich zu einer unfassbar genialen Strecke. Denn man hat so viel gerade, dass man eigentlich sehr gut überholen kann. Nur ich weiß nicht, ob das uns dort liegen wird. Wir hören uns jetzt mal den Rodrigo Rossi, Gerald Mohe, fürs Rennen eigentlich. Und ab geht's ins Qualifying rein. Let's go. Das ist unser letzter Versuch unseres kurzen Qualifyings. Ich habe den Pet Run hier gefangen, als die zweite Runde hat. Hier in der ersten Gruppe ein bisschen verplant. Trotzdem kommt jetzt gut raus. Also der Exit war dann doch ein bisschen besser. Trotzdem, da geht die Zeit ordentlich drauf. Zeit habe ich auf jeden Fall im letzten Sektor richten lassen. Und jetzt geht's hier runter. Und jetzt geht wieder auf. Halleluja, wir sind nur zwei Sektor lang. Alles war gesetzt ab. Jetzt hilft die lange Karte, da können wir ein bisschen Zeit gut machen, aber ja, wir sind 14. Delta. Ich hoffe, dass wir dann noch ein bisschen Zeit irgendwo finden. Das wird es kaum möglich werden. Hier schneiden wir die Kurve Hardcore, war aber noch hat mir auch immer an dieser Kurve gut gefallen. Konnte man sogar in Zeitfahrt richtig gut schneiden. Und da sind wir nur 18.000 gelaxen, als der gute Max Verstappen. Hier dann Full Speed und das ist auch das erste Rennen, in dem ich Michael Schumacher, unseren neuen Teamkollegen, euch vorstellen darf. Frankreich wäre mir ein gutes Pflaster, ja, war zwar nicht hier sondern nicht Maniku, aber ich glaube auch Michael wird uns heute nicht einfach machen. Jetzt, der Exit war nicht so gut, ein bisschen weiter meine Körper gegangen, jetzt geht er in den letzten Sektor rein. Hier hatten wir vorhin unsere Druckwerte, sehen wir auch an der Zeit, da ging mir ein bisschen auf, ab in die letzte Kurve, nur nicht zu früh aufs Gas, ihr wisst ja, hier ist alles, ja, hier ist der Exit verdammt wichtig. Auf knappe 15. Verbesserung. Wo wird das Ganze lang? Wir haben trotzdem auf 15. Verbesserung. Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Sainz, Verstappen, Perez, Albon, Hamilton, Michael Schumacher, der Wissenschaftler, Gasly, Norris, Ocon, Bottas, Tsunoda, Oscar Piastri, Magnussen, Joe, Hülkenberg, Stroll, Doohan, De Vries und Logan Sargeant. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Das wird interessant. Michael Schumacher qualifiziert uns ersten Qualifying Ops. Und da kommt er einen Ticken besser weg von der Reaktionszeit, aber hier kommt vom Platz besser weg. Und das ist jetzt schon mal nicht der. Oh mein Gott, da kümmert da war Ort. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, komplett anderen unterwegs war. Und wir gehen hier außen. Ich will natürlich hier nicht mit Michael irgendwie aneinander geraten. Deswegen nehmen wir einen sehr weiten Weg. Alexander Albon mit dem Carlos Sainz sogar mit dem Weißen. Ja. Und die werden hier ordentlich aufgehalten. Hier kommen wir außen und zeigt sie vorbei. Und das ist mir auch wichtig, diese gelben Stangen gegen das Sorten. Und das ist auch wichtig hier, denn wir wissen ja, hinter Quest, das ist lieber eine Art von Sache, da generell zu überholen. Und ja, da vorbeizukommen. Denn sind ja natürlich auch die gerade Telebütieren. Ja, jetzt sind wir auch mal vorbei, Alexander. Und ist ja auch in der Kampf. Hier fast klar, aber da passt das Russell. Ja, entweder den Weißen oder vielleicht sogar Mulike. Also er ist auf jeden Fall sehr langsam hier noch in der Nachkampfsphase. Es sind nur in Anführungsstrichen 19 Runden. Doch, wir wissen ja, Leclerc ist der Däne verdammt. Und hier gehen wir an Albon vorbei. Das war jetzt Platz Nummer 5. Wir haben heute etwa
Podium in Aussicht, aber natürlich ist es jetzt einfacher gesagt, dass Gerben wächst. Die einzuholen oder überholen, das wird mega schwierig werden. Und heute werden wieder einiges passieren, das einige versprechen. Also abonniere unbedingt gerne den Job, wie immer verpasst, lasst euch einladen. Wir sind hier Ende der ersten Runde. Alperis dran, da komme ich nicht so richtig hinterher, das ist klar, denn der ist halt auch von Rianne. Dieses Auto ist, der Red Bull ist das zweitbeste Auto an mir, müssen da ein bisschen hinterher. Gucken wir uns jetzt mal den Start an und auch die erste Runde von uns. Wir sehen hier die Red Bulls, also der zweite Fahrer ist richtig grottig weggekommen und Max ist wieder sehr gut weggekommen, hat glaube ich auch, ja, da hat direkt mit vorne den Mercedes gecatcht. Wir waren hier ein bisschen mit in Trouble mit Michael, konnten uns aber hier gegen ihn umsetzen und da war er wieder außen, da waren wir mit hier beinahe uns an Carlos vorbei, Wagner, das haben wir dann hier gemacht. Jo, von denen hat es gar nicht so rad ausgesehen, wie ich den Platz nicht zurückgeben musste, ich weiß es selbst nicht, das ist wirklich ein Wahnsinn, und wir sind jetzt immer noch mit 300 jagen hier dieser Gruppe hinterher, die Perez, Verstappen, Russell, nun auch Leclerc mit einem, also Liga im ersten Sektor, jetzt Windschatten, Jack Perez, der Windschatten, das DRS und auf das, DRS gibt's auch. Und das DRS wird gegen ganz links darüber, jetzt nehmen wir die und können die Kurve perfekt gehen, da gehen wir an Checo Perez vorbei und das ist Platz Nummer 4, Leute, sowas hätte ich nicht mitgebracht. Nur mal guckt, jetzt wie gesagt, der Erfahrung zur Route wird auch allmählich Probleme haben. Nur 64%, das ist eine Menge. Das ist eine Menge, aber das sollte jeder ein Problem darstellen. Jetzt hier an Max, der hat natürlich nur weg. Und jetzt wieder in der nächsten Runde DS, der noch App. Müsst aber nicht gucken, dass wir im DS runterbleiben. Hey, ohne DS wird es schwierig, uns vor Perez zu achten. Ich glaube, Albon könnte nicht halten, aber Perez wird halt gesagt, ja, Perez wird so gesagt, die sagen mit ihnen. Aber hier schaut es mal gut aus. Wir können hier Verstappen und der anderen gehen. Und das ist wirklich der erste Platz, der Ferrari überholt wird. Ist der erste Platz. Und hier überhängen wir hier kurz deutlich letzte Runde. Und ich denke mal, ja, es wird für kurzem sein. Denn es wird in einzelnen Runden ganz anders gehen. Denn ja, es ist eine tolle Strecke, aber ich glaube, dass ganz unser Auto liegt. Wie einer Ferrari oder einem Bull hier. Jetzt wird es auch das erste Mal DS geben und gucken wir mal, ob das reichen wird, um irgendwas zu erreichen. Nein, wir sind hier weggeraten, es hat nicht ganz gereicht. Wir sind zwar deutlich näher jetzt an Max dran, aber ja, das ist halt, ja, einfach ohne Wert, denn das bringt halt doch einfach nicht. Dass wir nah dran sind, aber es bringt halt nicht viel. Jetzt hier der andere Linie gefahren und sind wir noch näher an. Und das jetzt erklärt jetzt auch, warum der erste nie so gut weggekommen ist. Weil da Leclerc einfach mit dem Weißreifen unterwegs ist. Und ja, das ist halt dann mit der Erklärung. Franz Jones, wir könnten jetzt wieder der Dritte werden, der Leclerc Verstappen werden. Haben wir so eine Info bekommen, one die los. Aber jetzt kommt das nächste Problem im Vorverkehr und der trifft den Dorf wieder an. Und wir müssen jetzt hier auf hinten aufpassen, während wir vorne auch nichts gehen lassen dürfen. Da kommt zur Berührung zwischen Max und Leclerc, muss ein bisschen sonst wäre das zur Katastrophe gekommen. Ich glaube mal, jetzt sollten wir nur, dass der Stubnetz wieder dahinter sehr gut ist. Denn wir können dadurch jetzt auch tun, was auf Max und das wissen wir auch. Denn hinter uns hat sich auch andere Kraft gebildet. In Form von Perez, Albon und Michael Schumacher. Und die müssen jetzt auch hin. Perez, wir haben halt ohnehin natürlich jetzt nicht die Überblickung. Wer nicht mehr Double Slips bin hier, aber bleib auch so ein bisschen auf meiner Linie. Sollte nämlich hier ein dummes Manöver passieren, könnten wir hier gleich. Reicht aber nicht ganz. Unsere Reifen sind nach 4 Runden schon direkt am Limit. Ich merke das schon, wie ich gut gemacht wurde. Also, das ist nicht schön. Diese Reifen gar nicht halten. Jetzt hier außen, weil jetzt wenn ich weiter reinstehe, geht sich gegen mit diesen Reifen einfach nicht mit. Ja, aber der will jetzt einfach ein, zwei Runden sehen. Noch der ist gönnen, ja, da wurde ich mal gesagt, jetzt, und auch verliere ich da fast innen den Platz gegen Perez. Das wird scheinen.
guter Versuch hier. Das war einfach sehr dumm. Er dauert mal hier aus der letzten Kurve raus. Ja, jetzt merkt man es auch seine Bersten. Bestimmt im Arbeitsfenster. Der ist richtig gut. Aus manchen Kurven komme ich gar nicht mehr so gut aus wie der meistens. Und da bleiben wir noch im Fenster drinnen. Knappe 18, das sind so mit. Knappe 16, das wird aber natürlich auch stetig mehr. Und Perez, der gibt einfach nicht mehr. Der ist so verdammt schnell. Dieses Camerabrei, das kostet ihm doch viel Zeit. Fünfte Runde, da überlegst du auch schon, sollen wir die Box gehen? Aber du weißt natürlich, wenn ich in der fünften Runde reinge, muss ich 14 Runden mit dem gelben Reifen aushalten und das ist unmöglich. Auf dem Affairs gehen und das sind. Dann nehmen wir die Leute aus von Julian für diese gelbe Sausage Crystal Tour Fahrt. Und jetzt sind wir das erste Mal, ja, deckungslos. Jetzt sind wir das erste Mal, ja, NDS und direkt der erste. Das ist halt wirklich bitter. Und ja, ich möchte warnen, ich gehe nicht anders. Ich wollte einleiten, da kommt der Rutscher, der Bremser. Und bevor ich dann wirklich irgendwas riskiere, den Dreher oder so, oder es noch zu einem Brüller, dann sitzt es. Nee, ich entdecke einfach. Ja, Perez ist sehr, sehr strong. Jetzt komme ich ein wenig in Straub. Der Druck von hinten ist da. Und nach vorne hin wird das DS Kappler. Das muss jetzt reichen. Das sollte jetzt reichen. Jetzt, es hat doch gereicht, es hat gereicht. Wir können uns unbedingt die DS von Perez noch halten. Doch jetzt, der wird schon ein wenig knapper. Die Jungs mit Kinder, Michael, drückt da 3 Zehntel nur noch. Wir haben zwar auch nur, ja, knappe 3 Zehntel auf Geist. Doch, ja, wenn ich da draußen bin, passiert mal gut und schnell im ersten Sektor, die nicht auch im zweiten Sektor. Selbst wenn es das gleiche Jahr ist und die nächsten 7 Jahre ist der Welten schneller wie. Der ist um Welten schneller und da brauche ich da auch gar nicht mehr. Jetzt hier im Paris immerhin. Wenn wir dann mit noch gehen. Ich weiß auch nicht genau, was die richtige Entscheidung ist. Werfer sind schon ein bisschen litiert. Und da gehen wir rein. Da gehen wir jetzt in die Box rein. Und wir haben jetzt sozusagen eine Undercut gegen Leclerc, gegen Perez, also gegen diese ganze Gruppe da vorne. Wenn jetzt mal abgesehen vom Russell, der war ein bisschen weg. Aber wir werden gegen Leclerc fahren, gegen Perez, noch gegen Max den Undercut machen. Gelb. Und da habe ich jetzt schon mal gebetet, oder dass es Safety Car ist oder so, oder OSC, denn da hätte ich natürlich am meisten von profitiert, wenn ich der Erste da drin war. Hallo, seid es draußen, der erste Nachfolger oder Querfolge ist leider schon weg, oder ist jetzt weg. Falls ihr wissen wollt, also mehr vom Letzten sehen wollt, schaut unbedingt gerne auf TikTok ab. Dann jetzt unterstützt Tobi ins Mal mit mir und auch RSA. Carlos sollte jetzt anscheinend, er soll bei mir sind die bei Audi-Sauber zum Zinnungst, ja, soll einen Vorvertrag unterschrieben haben, hier dann zu Audi werden, und das könnte wirklich eine ganz interessante Story werden. Wer würde da der Nachfolger bei das Studier werden? Das sind alles Fragen über Fragen, die aktuell so ein bisschen in Verwertung herumgehen, wie es ja bei Audi ist, da gibt es immer ein bisschen Stuff. Und das ist sehr interessant, denn warten persönlich wirklich sollte es seit sie von Ferrari weggehen. Also wenn der Audi Bridge gut werden, die fahren ja glaube ich ab nächsten Jahr mit dem oder 25 mit dem Audi Motor. Und sollten die wirklich gut werden, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das Satz da wohin geht. Denn stell ich mir das gut vor, also ob so ein kleiner Chuck, der war hier, der war schon bei Renault, der war bei McLaren, da. Also das ist ein Wahnsinn, wo der überall schon war. Doch ich, ja, wer der Nachfolger wird, stelle ich mir ein bisschen problematisch vor. Aktuell hat man kaum bei Alpha, sieht das ein bisschen als Nachfolger gut aus. Junior-Team ist kaum mehr da. Mein Glück, vielleicht. Der ist aber bei Asti, wir haben noch lieber den Ferrari Motoren. Oder Magnus, nein. Aber zwei Farben geben wir uns vorne und den Ferrari Motoren. Gucken wir es. Jetzt sind da nochmal in der Box. Und wir gehen tatsächlich an Leclerc vorbei. Und noch an Max Verstappen vorbei. Und sind ganz knapp in der Rest. Jetzt gucken wir es aber hier mal, Juri. Runde Nummer 5.
Und das war der Peinlein über die von Checo Perez, der eine wirklich richtig Bresche gemacht hat. Der hat über weite Strecken eine große Nummer. Wir sind jetzt hier in Schutt. Der Undercut hat besser funktioniert als in das Überzug. Russell hat hier den richtigen. Ich habe das waren zurück bis 8 Sekunden, der Weg war. Und da probieren wir jetzt außen an Russell vorbeizugehen. Es hat nicht ganz gereicht, weil ich einen Ticken viel zu spät auf der Bremse war. Trotzdem bleiben wir hier dran, gehen wieder außen vorbei. Ja, die jetzt sogar ein doch da weg. Da reicht's aber, ja, ob das jetzt. Ich will nicht sagen, ganz sicher, ob das so richtig wie er war. Er war jetzt immer wieder kurz vorbei. Ob das jetzt das vorbei. Ja, fahren geht, weiß ich nicht, aber ja, ich weiß, dass das jetzt. Ja, aber das soll jetzt auch nichts sein, wie er was erinnert. Ja, ich würde sagen, Heart of Bath, herzlichen Dank, mit Freunden ist das Dappen, der uns ja jetzt mit 18 aufgeschlossen hat. Es ist ein interessantes Rennen, das sind noch 4 Runden zu gehen, aber ohne alles sind wir jetzt, wenn Hamilton in der Box drin war, sind wir weiter. Wo die Reise hingeht, allerdings steht noch ein bisschen in den Sternen, weil Verstappen und Leclerc können schneller gewinnen. Und ich werde vermutlich jetzt maximal noch 1-2 Runden Russell DS werden können. Und der wird dann wieder davon ziehen. Jetzt wird es interessant werden. Sollte nichts mehr Größeres passieren, denke ich mal, sollte der 6. Platz drin sein. Aber dennoch finde ich gut, dass uns wer anders habt. Haste, sehr strong, ist wirklich. Haste, sehr, sehr strong. 13. Runde hier. Wir sind jetzt weiter Platz. Und ja, Max Tripp, ja. Guckt euch das mal an, wie ich den Down. Aber da hängt uns gefühlt auf die Liebe dran. Ausbruch und da müssen wir uns ein bisschen in Acht nur an der Hexenbergade tun. Der war da nicht gut und das war die letzte Runde gefeiert. Trotzdem müssen wir hier ja, ihn ziehen lassen, sozusagen. Auch wenn er da ja, vielleicht. Das ist natürlich bitter, aber ich habe da nicht gerechnet. Mit hier können wir gerade uns so nicht halten. Trotzdem wird es ein mega schwieriger, wenn die Jungs irgendwie. Wenn ich mir noch tweeten sagt, auf Ares drückt schon an. Und jetzt so, das bringt aber alles, ja, ins Rollen, das bringt aber das richtig, richtig Action hier rein. Red Flag, mit dem habe ich gar nicht mehr geredet, ne? Dass das jetzt wirklich so spät noch kommt. Wir sind hier, ja, mal gucken, in welcher Runde es hier. Wir sind hier in Runde Nummer, also 4 Runden vor Schluss. Da müssen wir auf jeden Fall gut draufbauen. Haben wir kein frisches Satz, wir spielen ein bisschen mit dem angefahren. Ja, jetzt schauen wir mal, was die anderen machen. Alle Ruhe, wie sehr flexibel der ist. In der Tuss ab 3 Runden vor Schluss. Let's go! Restart Red Flag bekommen, Fit bis Max. Und ja, Russell kommt. Gut weg. Da geht nicht so weit auf mit frisches Satz. Da werde ich mir nicht ganz sicher. Und da kommt es auf die Gebühr. In George, jetzt sehen wir, was da ob hier ist. Wir können uns hier dabei ein bisschen abseilen. Und ja, die ersten 1 Runden jetzt auf NTRS geben. Das bedeutet, der wird uns sehen, was in die ersten Runden. Und so ist es dann. Wir sind hier ganz 16. Und ja, der ist jetzt schon knapp 18. Jetzt sind wir 18. Und ja, was soll ich sagen? Es wird auf jeden Fall eine sehr anstrengende letzte Phase hier werden. Dazu, nächste Runde wird das erst aktiviert sein und dann wird schon Sattwerbe und Leclerc die Jagd antreten. Die wollen alle aufs Podium und ich bin hier, ja, so ein bisschen dieses, ja, Formel 2 Auto. Das sieht dann hinter. Und das, so, jetzt geht's los hier. Die Rest ist aktiviert und ja, da können wir einmal mit dem Vorstenker reingehen. Type 1 geht hier noch jetzt in Lustig. Außen, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, wir haben noch immer noch 3 Runden zu gehen, das ist, der geht außen vorbei, und da gehen wir innen mit dem Switchback vorbei, ja, und jetzt hier wieder innen, hier, er hat eigentlich auch auf der Strecke gehabt, wollte ihn zwar Platz lassen, das hat aber nicht ganz geholt, jetzt der hier, der Start wird, die kommen immerhin zu ihm, das DRS, das wäre natürlich jetzt das Akt, wenn wir Max noch einmal hier zurück überholen könnten. Das schaut aber nicht so aus, denn er ist so schnell, dass er wird kauft. Das ist der krass Adrenalin hier. Ja, der Adrenalin ist gut.
da kommen wir sehr weit über den Wörtgeber. Und es ist selbst alles nichts, der Verstappen. Ist es. Die zwei auch somit weg. Und das schaut auch nicht gut aus fürs Podium heute. Das ist mir absolut auch nicht. Aber tot. Ja, mir wird die Frage, wie viele Effekte werden wir noch verlieren gehen? Hier, ich wollte noch am Abstand. Der gibt uns hier Stereo-Code ab, das DRS. Das wirkt auch jetzt wieder Checo an. Das ist ein Wahnsinn. Hier bin ich auf DRS, ERS, Windschatten. Und dennoch ist der Red Bull schneller ohne. Und wir haben hier eine richtig Aufbetung, die wir schon kurz zusammengebaut haben. Das ist wirklich so anstrengend, dass wir gar nicht irgendwie so weg kann. Und hier haben wir diesen Move. Und wir sind hier ganz gut unterwegs, nur er hätte gut werden können, wenn mein Grip noch ein bisschen besser gewesen. Hätten wir dann mit guten Move gegen George Russell und Wagen können. Ja, da war ich einfach zu spät auf der Bounce-Set. Und ja, muss ich auch sagen, Gott sei Dank hat Russell das Ganze zugelassen. Aber auf der Alben finde ich gut, dass wir dass uns auch nicht stark gewehrt haben mit Jonas. Das war dann. Ja, ich glaube, das war eine Ruhe-Endabnahme. Jeder einfach kurz in 6 Uhr, wie gesagt. Innerhalb. Das ist wirklich extrem, extrem. Und der Restart hier, Bunch, King Cannon. Nach der roten Flagge. Der Restart nach der roten Flagge war auch sensationell. Da kommen wir reden, bis du das magst. Und den Jog Ernst, wenn wir dann auch so ein bisschen beschleicht finden, dann waren wir ein ganzes Auto vor. Oh mein Gott, was macht denn Jack? Ja. Ja, und jetzt sind wir in der letzten Kurve. Und wir sind auf den 4. Platz zurückgefallen. Das ist nicht schön. Das ist ganz, ganz bitter. Checo vorbei, hier leider. Na, Luis, bitte nicht du auch noch. Das ist so knapp, Leute. Wir sollten hier ganz spät nochmal hin. Wieder ist ein fantastischer großer Preis von Frankreich zu Ende gegangen und es war ein durch und durch verdienter Sieg. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben und sie haben es sich auch verdient. Ja, wenn nur das Rote geht, Michael holt ihn seinen Titel gewinnen. 8 Punkte. Er wird 6. Platz zu 2 Plätze hinter uns. Der Mann, der weiß, wie Racing geht. Das war ein toller Einstand. Und ja, kannst du glauben, erste Rennen, gute Geburt, unser Team. Mann, Michael, du bist eine Legende. Du bist einfach nur sehr cool. Es ist toll, ihn hier im Team zu haben. Michael Schumacher wird auf jeden Fall mal wissen, in unserem Team war. Und das ist wirklich genial. Dann werden wir mal abschätzen, ob seine Leistung wirklich so toll ist. Ja, das sind wichtige Punkte in der Konstrukteursnähe, die wir da noch mehr dazu bekommen. Dann liegen wir aktuell auf dem 4. Platz. Wir konnten auch mit Fahrern heute nicht fragen. Das ist wirklich, es sei denn, ja, okay, es ist nicht mal in die Top 10. Das ist, wow, das ist sehr genial. Michael mit einem 17er-Rating, das ist gut. Wenn ich bedenke, er hat dieses 17er-Standard und ich habe mein 15er seit
1,5 Saison darum gearbeitet. Das ist dann wirklich schon 7,8 Millionen haben wir drauf. Da werden wir zwar ordentlich ein bisschen was ausgeben, aber ich will mal sagen, das heutige Rennen war schon erfolgreich. Ungarn könnte noch höher werden, denn in Ungarn bin ich auch persönlich von der Leistung her ein bisschen besser als hier. Wir könnten mit dem nächsten Upgrade da schnell vor Antrieb. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen oder später. Ciao.